Hallöchen Leute und willkommen zurück in Sims 3 Late Night bei unserer kleinen, aber feinen Familie Schnabel. Ja, hier hört man schon unsere liebe Antonia Schnabel zocken und unseren Kevin Schnabel. Geschicklichkeitsband 1, Stecker ziehen lesen. Also, der lernt da gerade seine Geschicklichkeiten und so. Und genau, ich habe jetzt die Soundeinstellung etwas runtergeschraubt. Ich hoffe, so passt. Ich werde dieses Mal nicht so lang aufnehmen, 15 Minuten glaube ich nur, um dann nicht nochmal zwei Parts mit scheiß Sound zu haben. Und ja, so, was machen wir als nächstes mit unserer lieben Antonia? So, nein, du gehst nicht dahin. Was mache ich denn? So, du tust jetzt einen Job suchen. Habe ich dir vorher schon gesagt. Hast aber nicht gemacht. Nein, du willst... Oh, jetzt gibt es keinen Job in der Gastronomie-Ding. Oder hast du schon einen Job? Oh. Sie ist schon ein Küchenmädchen. Ja, so sieht sie auch aus. Aber sie kann noch nicht kochen. Das heißt... Nein, du tust jetzt nicht umziehen. Du liest jetzt ein schönes Buch über Kochen. Kochenband. Zu viel Salz. Das konnte ich lesen. Nein, ich brauche deine Tipps nicht, Sims 3. Und dann nachher, wenn ihre Energie sinkt, dann können wir mal spannende Geschichten im Bett erleben mit unseren zwei Turteltäubchen hier. Unser Kevin liest ja immer noch angestrengt und hat soeben irgendwas Neues erlernt. Ich bin mir sicher, dass eine... Oh, ich will es nicht wissen, was du da hast. Irgendwas hat der Garten-Level abgemacht. Ich glaube, er ist fertig mit dem Buch, oder was hat er jetzt? Er hat noch keine Fertigkeiten. Gartenarbeit, okay. Naja, er ist ein Testobjekt. Woher kennt ihr diesen Ace Wild? Und die kennt noch ein Wayne Bumble. Okay. Und sie sind zusammen verlobt. Süß. So gefällt mir das. Hier noch die Wünsche von meinen Sims. Oder von unseren Sims. Tut mir leid. Ja, hier. Der Krapf macht sich bequem auf dem Essstuhl. Ja, da kann man unterm Rock schauen, aber schnell wegzoomen. Kevin Schnabel macht gleich ein Level up in seiner Geschicklichkeitsfähigkeit und... Nein, ich will es nicht wissen. Ich weiß, dass das das Inventar ist. Oh, hier kann man die Lebenszeitbelohnung der Sims sehen. Das heißt, wenn wir ihnen Wünsche erfüllen, bekommen sie Punkte in ihre Lebenszielbelohnung und da können wir dann mit 5000 Lebenszeitbelohnungspunkten können wir uns so Sachen kaufen, zum Beispiel, ja, zum Beispiel, was weiß ich gerade auswendig. Naja, mir fällt es gerade nichts ein, aber hier sieht man eben diese verschiedenen Sachen und umso höher die Lebenspunkte halt, desto, ja, besser sind die Lebensziele auch und ja, das können wir dann alles noch als extra zufügen. Aber jetzt erstmal ihre Wünsche erfüllen, damit wir schnell vorankommen. Unser Kevin Schnabel hier, der hat schon ein bisschen mehr als unsere Antonia. Aber ist ja auch ganz normal, weil wir haben ihn halt schon mehr Wünsche erfüllt, nämlich das Geschicklichkeitsbuch lesen und jetzt macht er gleich ein Level up und jetzt haben wir ihm den Wunsch auch erfüllt. Jetzt hat er wieder hier die Punkte in seine Truhe bekommen und ja, weil können wir sie dann kaufen. So ziemlich alle Haushaltsgeräte sind heutzutage mit dem neuesten Schnickschnack ausgestattet, sodass es sich gar nicht vermeiden lässt, es dass mal etwas zum Bruche geht. Ach, ich lasse das mal, ich kann das nicht. Ich und meine Lesefertigkeiten, das will ich keinem von euch antun. Tut mir leid, Leute. Hier die Antonia. Ihre Haare backen noch ein bisschen in ihrem T-Shirt-Ding, aber okay.
Rauchmelder ist halt auch ganz wichtig bei Sims 3 oder halt allgemein bei Sims, weil wenn das Haus fackelt, dann brennt halt wirklich ziemlich viel ab und es entsteht großer Schaden. Boah, aber hier hat man einen grandiosen Ausblick über ganz Bridgeport. Sprich, die nächsten 3 Gebäude. Oder ein paar mehr. Und ja. Die Wohnung ist ziemlich klein, ich würde mal sagen. Irgendwann brauchen wir mal ein Haus, aber noch passt es. Wow, was ist da? Na, ich möchte das nicht erfahren. Ach, hier unterhalb ist direkt ein Park, oder schauen wir mal dahin. Ja, okay. Und hier scheint gerade irgendwas zu sein. Da können wir bei Zeiten auch mal hingehen, aber jetzt erstmal wieder zurück zu unserem lieben Kevin. Hier schön von oben. Und ja, der liest hier immer noch an seinem Geschicklichkeitsband und hat als Wunsch insgesamt 3 Bücher lesen und etwas im Wert von mindestens 1000 Simoleons kaufen. Das ist die Währung von den Sims, für all die, wo es noch nicht wissen. Und sein Wunsch ist auch in die Buchhandlung zu gehen und ein Buch über Geschicklichkeit kaufen. Den Wunsch können wir auch gerne erfüllen. Und sie hat den Wunsch, ein Gericht zubereiten und einen Kochkurs in der Fähigkeit Kochen belegen. Die kosten aber ziemlich viel. Aber ich würde sagen, wenn sie sich das Geld verdient hat, können wir diesen Wunsch auch gerne erfüllen und Fertigkeit in Kochen erlernen. Ja, aber jetzt erstmal wieder zu Kevin. So Kevin, wenn du da mal fertig bist, dann kannst du mal die Haushaltsgeräte upgraden. Zum Beispiel den Computer, das kannst du auch bestimmt rumbasteln oder das Unlösbare möglich machen. Literaturverein beitreten. Ich glaube, das Unlösbare möglich machen hört sich ganz nett an und hier kann er mal rumbasteln, da kann er auch rumbasteln und die Dusche kann er auch rumbasteln. Antonia möchte Meisterköchin, Küchenprofi und Gourmetköchin werden. Um dieses Ziel zu erreichen, muss sie viele Stunden am Herd schwitzen und ihre Nase häufig in Kochbücher stecken. Doch wer so viele Köstlichkeiten auf den Tisch zaubert, wird niemals einsam sein. Joa, das wusste ich bereits. Nein, eigentlich nicht, aber okay. Jedenfalls hat sie jetzt schon mal eine Fertigkeit im Kochen erlernt und braucht insgesamt 3 Fertigkeitspunkte, um eine gute Leistung bei der Arbeit zu vollbringen. Aber naja, jeder fängt mal klein an. Sie hätte noch einen Tag und eine Stunde Zeit. Also würde ich sagen, zauber uns mal einen Brunch und koch einen leckeren Pfannkuchen. Glückwunsch, Kevin hat für die Fertigkeit Geschicklichkeit soeben Level 2 erreicht. Sehr gut, Kevin. Hast du gut gemacht. Also hier, er zockt schon richtig auf. Bloß ich habe ein Problem. Wir haben hier in diesem Grundstück, glaube ich, keinen Garten. Oder können wir da was anpflanzen? Muss ich mal gucken. Weil wir wohnen mitten in der Stadt, das ist halt ein bisschen dumm, weil er braucht ja irgendwas. Ah nein, hier gibt's nichts, wo wir irgendwas anpflanzen könnten. Weil er braucht ja in seinem Job die Gartenarbeit und ja, wie sollen wir das erledigen, wenn wir keinen Garten haben? Naja, hier erstmal unsere schöne Antonia, die hier kräftig kocht, vor allem kräftig. Und da der moderne Herd. Das macht dir Spaß. Aber du... Was steht da? Kevin ist ein Bücherwurm. Was bedeutet, dass er viel schneller lesen kann als andere Sims? Fahre mit der Maus über die Einträge in der Simiologie, um die Vorteile der einzelnen Merkmale zu erfahren. Ja, die Vorteile wusste ich schon. Deswegen habe ich auch Bücherwurm genommen, ne Kevin? Aber jetzt tut er erstmal das Unlösbare möglich machen. Na, wo hackt er sich denn heute schon wieder rein, unser lieber Kevin? Was geht mit dir ab? Hey, so ein Pfannkuchen, das kann sogar ich. Wenn du den jetzt nicht hingekriegt hast, dann... Wow, aus einem Pfannkuchen wurden 6. Oder keine Ahnung, wie viele da drauf sind. Ja, 6. Davon können sie jetzt wieder einen Monat lang essen. Qualität lecker. Hast du gut gemacht, Antonia?
bin stolz auf dich. Und jetzt tu mal den Haushalt zum Essen rufen. Wieso stellst du die warmen Pfannkuchen in den Kühlschrank? Energieverschwenderin, du. Oh, Reggie. Beste Essen, Apfelpfannkuchen. Ah, ich dachte, du machst Pfannkuchen. Ich bin wirklich enttäuscht von dir, Antonia. Aber okay, Apfelpfannkuchen schmecken auch sauhammer. Aber kein Wunder, dass du so fett bist. Ja, mampf dir mal schön die Pfannkuchen rein. Oh, und sie isst. Was für ein Tempo. Mm. Schauen wir mal wieder zu unserem Kevin rüber. Der hackt sich hier irgendwo rein und ja, versucht das Unlösbare möglich zu machen. So sieht er auch aus. Da unten sieht man schon seine Arbeit. Job aufgeben. Am Gartenarbeitunterricht teilnehmen für 400 Simoleons. An Logikunterricht teilnehmen für 320 Simoleons. Wissenschaft. Labor besichtigen. Besichtigen mit Antonia. Wo ist deine Arbeit? Oh, sie wäscht sich die Hände. Ein Wunder. Naja, wenn du schon mal dabei bist, kannst du auch gleich... Oh, der Aufzug ist im Weg. Oder Lüft, wie ihr es nennen wollt, ist mir egal. Oh, das war klar. Dass hier Verpixelung kommt. Du sollst aber auch Cheats geben, wo die Verpixelung wegmachen, aber ich glaube, das tue ich euch nicht an. Und ehrlich gesagt, weiß ich den noch nicht. Aber Sims 2... gibt's sowas. Du, Antonia, du hast wenig Energie, also mach mal schlafen. Mecker nicht rum. Ja, okay, dann geh halt nicht schlafen. Wenn du meckerst, dann kannst du auch gerne... Nein, du liest jetzt weiter dein Buch. Oder hast du es in deinem Inventar? Ja, jetzt im Inventar. Du liest das Buch jetzt. Das war wohl nichts. Kevin ist zum Gespött der akademischen Gemeinschaft geworden. Oh, Kevin hat's verkackt. Unfähiges Kind. Oh, du musst pissen wie Sau. Oh, der kann sogar einige... Was macht der da? Er klopft einfach mal aufs Klo und hofft, dass irgendwas dabei rauskommt. Ich glaube, das sollte ich auch mal probieren. Meine Mutter würde mich töten, aber... Schön machst du das, Kevin. Mach ruhig weiter da. Und Antonia liest hier in ihrem heißen Bettlaken-Ding ihr Kochbuch zu Ende. Und dann tut sie sich mal den Wecker stellen für die Arbeit. Oder für ihren lieben Kevin Schnabel. Ihr habt immer noch den Wunsch, etwas im Wert von mindestens 1000 Euro zu kaufen. Ja, es wird nachts in Sims 3. Sprich, Sonntag 18.30 Uhr, kurz vor 18.30 Uhr. Die Lichter gehen langsam aus und ja. Da fährt schon ein Taxi. Aber jetzt wieder zurück zu Kevin. Hat er irgendeinen kleinen Erfolg bei seiner Toilette? Ich befürchte kaum. Und jetzt mal zurück zu Antonia. Ja, sie ist schon fast fertig mit dem Buch. Aber gucken wir mal ihre Wünsche an. Ach, sie hat immer noch einen Kurs in der Fähigkeit Kochen belegen. Am Morgen erstmal auf Arbeit, ne, Antonia? Ach, du musst morgen gar nicht... Nein, du musst morgen arbeiten. Nein, musst du nicht. Oder hä? Ich bin jetzt gerade... Nein, sie muss morgen nicht arbeiten. Sie muss nur Montag, Mittwochs und Donnerstags arbeiten. Den Rest der Woche hat sie frei. Das heißt, sie... jetzt einen Fähigkeitspunkt erlernt im Kochen. Glückwunsch, Antonia hat für die Fähigkeit Kochen soeben Level 2 erreicht. Antonia kann jetzt gegrillten Käse und klebrige Carbonara zubereiten. Lecker. Das freut mich. Kann so unseren lieben Kevin hier schön bekochen. Noch einen Level ab, dann hat sie schon gute Chancen hier aufzusteigen in ihrem Beruf. Hier sieht man ein Smiley. Hier ist halt der rote Smiley ist dafür da, wenn es ganz, ganz schlecht ist und sie fast nichts in diesem Themengebiet kann. Und der ganz lachende Smiley ganz rechts ist halt dafür, dass sie es richtig gut beherrscht und Laune ist halt gerade echt ganz oben. Kann man hier schön an der Launenanzeige erkennen. Sie ist gerade
beschwingt, genau wie unser Kevin. Nein, Kevin ist nur glücklich. Okay. Zu ihm bekomme ich auch ein Signal von meinem Wecker, der sagt, dass 15 Minuten vorbei sind und ich werde jetzt hier nochmal den Part beenden. Gucken, ob jetzt mit den Soundeinstellungen alles in Ordnung ist und wenn ja, dann werde ich nicht mehr so häufig unterbrechen und ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschaußen!